never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. BMW i5, M-Sportpaket, Iconic Low-Niere, mega. Blüten sind dran, das heißt, der Frühling ist da. Ah, noch nicht zu 100%, also dieses Wochenende war jetzt tatsächlich relativ warm. Hier sind tatsächlich jetzt noch Winterräder drauf. Ja, ich weiß, die können selbst runter. Aber in der letzten Woche war es tatsächlich nochmal richtig, richtig kalt gewesen. Deswegen sind jetzt hier noch Winterräder drauf. i5 und das ist jetzt die eDrive 40 Variante. Den bin ich tatsächlich schon ein bisschen länger gefahren. Gerne mal in die Videos reinschauen. Hier zu Weihnachten und Neujahr und sowas. Richtig lange Strecke, quer durch Deutschland quasi. Mit diesem Wagen, richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, hier hinten ein bisschen Diffusor, hallo. Ich finde den Wagen einfach unglaublich schön. Ich glaube, es ist ähnlich kontrovers mittlerweile gesehen fast wie der i7. Die Front drin, Materialien oder gibt es sehr subjektive Faktoren, die da reinkommen, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein und schauen uns mal die Werte an. So, 97% Akkustand haben wir jetzt und knapp über 8000 Kilometer, 8051 um genau zu sein. Efficient Modus haben wir 411 Kilometer Reichweite. Ja, das ist doch alles gut. Individual setzen wir jetzt mal hier zurück, alles auf Null, denn wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Köln. Strecke kennen wir schon, bin ich jetzt regelmäßig unterwegs, also nichts ungewöhnlich. Hier schön Augmented Reality View, sieht man hier richtig gut. So, jetzt gleich hier auch nochmal, hier schön mit Pfeildarstellung, gefällt mir richtig gut. Ich bin echt ein Freund davon, das vorne so drin zu haben. Das macht wirklich viel aus, gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist beispielsweise, wo man sich nicht auskennt oder über eine Landstraße fährt, wo man nicht weiß, Mensch, jetzt rechts, links oder. Das ist wirklich gut. Jetzt hier nochmal Assisted Plus, zack, Hände vom Lenkrad. Hier kommt die Meldung, ja, bei Baustellen und Ähnliches funktioniert es nicht, beziehungsweise jetzt auch bei Geschwindigkeiten über 135 km/h. Deswegen sind bei mir jetzt natürlich die Hände am Lenkrad. Und ihr seht, ich fahre jetzt regelmäßig auch mal 180 ein ganzes Stück. Und dann ist wieder ein bisschen Tempolimit oder Baustelle in dem Fall. Da kommen natürlich die Hände ans Lenkrad. Und wenn es zügiger geht, sind sie wieder am Lenkrad dran. Das ist für mich eine entspannte Fahrt, weil gerade wie jetzt ist das einfach ein Mitfahren. Ich kann ein bisschen abschalten. In Köln komme ich dann an mit 77% und 360 Kilometern Reichweite. Das haben wir mal einen Durchschnittsverbrauch 21 kWh bei einer zügigen Fahrweise. Sagen wir es mal so. Jo, finde ich doch erstmal solide. Denn das ist jetzt der Startschuss gewesen für eine längere Fahrt. Wir fahren nämlich jetzt am frühen Morgen, am Samstag, an die niederländische Küste. Das ist eine Weile, die wir jetzt fahren. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz die technischen Daten vom i5 durch. 250 kW, 340 PS in der eDrive 40 Variante, 400 Newtonmeter Topspeed, 193 km/h. Akku hat 81,2 kW-Stunden Kapazität und Laden ist bis 22 kW AC und 205 kW DC möglich. Und da muss ich sagen, ich bin mittlerweile echt ein Riesenfan von 22 kW AC-Laden. Es ist unglaublich schön, unglaublich angenehm und verhältnismäßig günstig, wie man da laden kann. Tja, das macht Spaß und auch hier Assisted Plus ist bei mir immer dabei. Er ist quasi immer an, der Autobahnassistent. Sobald ich unter 135 km/h fahre, mache ich den an und lasse den Wagen gerne fahren. Jetzt hier auf Stücken, wo ich natürlich dann länger 150 oder mehr fahre, natürlich nicht. Da greife ich dann ins Lenkrad, aber Driving System Professional ist auch hier bei mir immer an. So, und ich freue mich schon drauf. Jetzt geht es gleich über die holländische Grenze. Hier ist Tempolimit und ja, Ernüchterung tritt ein, muss ich ganz ehrlich sagen, denn was steht hier so schön? Die Fahrassistenz an der Region angepasst, denn der Autobahnassistent funktioniert nicht in den Niederlanden. Er funktioniert nicht. Da ist er nur noch in Anführungszeichen ein einfacher Driving Assistant Professional. Eine ernüchternde Geschichte für mich, weil gerade hier auf den Autobahnen, wer hier schon mal unterwegs gewesen ist in Niederlanden, hier bietet sich das halt
unglaublich an, das einfach mal zu machen. Tja, wir sind hier eine Weile unterwegs gewesen und jetzt haben wir noch 36% Akkustand drin, 37%, ein bisschen rekuperiert in dem Augenblick. Und wir laden jetzt mal nach, denn, tja, warum eigentlich? Tja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Der Wagen hatte das vorgeschlagen und ich sage jetzt mal so, diese Ladesäule ist das auch halt mal wert, hier mal wirklich zu laden. Das ist eine Siemens-Ladesäule, habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Fupp, rein, dauert einen Augenblick für das Koppeln. Zarab, zap, zap, schon geht's los. Und der lädt bei 36%, fangen wir an, Akkustand. Lädt jetzt relativ zügig hoch. Ich bin mal gespannt bei dem Akkustand, wie hoch der lädt. So, jetzt müsste wahrscheinlich gleich irgendwann der Gipfel erklommen sein. 166, ja, ziemlich genau da ist jetzt Stopp. So, wir sind jetzt hier kurz ein bisschen mit unserem Hund ein Stück spazieren gewesen. Sieht schon schön aus. Die Ladesäule ist echt unglaublich cool. So, was haben wir jetzt drin? Tja, 16, knapp 17 kW haben wir nachgeladen. Das reicht für einen kurzen Spaziergang mit dem Hund. 56% Akkustand. Alles wunderbar. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg und ihr seht die ganze Zeit hier um 100 plus minus, da wäre der Autobahnassistent für mich wirklich prädestiniert. Tja, und dann gehen wir doch noch mal kurz der biologischen Pause nach und Fastnet fand ich ganz cool. Ich wollte natürlich erst vor aus Versehen zur 50 kW Ladesäule fahren, denke ich mir, na, das bringt nichts, kurz zurückgesetzt und an diese 175 kW, also puh, okay, nehme ich jetzt mit, schließe ich einfach mal kurz an. Wir gehen kurz unserer biologischen Pause nach und ja, wann fängt er an zu laden? Tja, das dauert eine Weile. Ich weiß es nicht. Es dauert. Ah, jetzt geht's los. Es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. So, und das sind tatsächlich immer noch weit über 50% Akku drin. Also wir sind nicht wirklich weit gefahren. Sieht auf jeden Fall cool aus. Da vorne steht ein Tesla. Hier steht so ein Peugeot. Wir machen jetzt hier Schluss. Knapp 11,5 kW-Stunden nochmal nachgeladen. Ich wusste jetzt nicht, wie das an dem Hotel sein wird, wo wir sind. Einfach mal kurz nachgeladen. Hat jetzt nicht wehgetan, also von daher alles gut. Die Stecker finde ich mal ganz cool. Das sind irgendwie so kleinere als sonst immer. Und jetzt ging es eigentlich nur noch ein Stück über die Autobahn. Es war nicht mehr allzu lang. Und ja, 62-63%, wunderbar, da haben wir richtig Reichweite. Also bei den Geschwindigkeiten hier geht das halt wirklich gut, richtig lange Strecken auszubauen. Und gerade in Niederlanden, finde ich, sieht man das ganze Thema Elektromobilität nochmal ganz anders. Also in jedem Rasthof sind zumindest irgendwie 2 oder 4 so Schnelllader. Und wenn es bloß, wie gerade gesagt, so 50 kW sind, aber es geht relativ zügig trotzdem nachzuladen. Es ist halt hier überhaupt gar kein Thema. Das ist selbstverständlich, dass hier Ladesäulen sind, auch so einfach so mittendran. Tja, und irgendwann sind wir dann angekommen, sind ein bisschen unterwegs gewesen am Meer, ein bisschen mit dem Rad unterwegs gewesen und am Abend habe ich dann tatsächlich gesehen, dass hier auch Ladesäulen am Hotel sind, habe den Wagen angeschlossen, 98% haben wir jetzt mal sehr vollgeladen den Wagen, nicht täuschen, das sind 308 Meilen, wenn ich die Telefonnummer auf Englisch habe, drin sind es jetzt tatsächlich 466 Kilometer, wow, also Reichweite ist ja auf jeden Fall der König. Heute Vormittag sind wir noch mal richtig unterwegs gewesen. Mit dem Rad in dem Fall. Das Wetter ist hier wunderschön in Niederlanden. Und wir machen uns jetzt auf den Rückweg nach Köln. Also eigentlich müssten wir jetzt nicht nachladen, nach meinem Verständnis, weil wir sind halt wirklich also mit 98% losgefahren, 466 Kilometer und tatsächlich ja auch, tja, einer sehr moderaten Fahrweise hier in den Niederlanden. Mache ich mir jetzt wenig Gedanken, dass ich jetzt hier nachladen muss in irgendeiner Art und Weise. Ja, wir fahren 103 und ihr seht, der Himmel ist schön blau, wunderbar. Und jetzt passieren wir die deutsche Grenze und schon steht, das sieht man jetzt hier gerade in der Kameraeinstellung etwas schlecht, Fahrassistenzen der Region angepasst. Und das heißt, jetzt geht der Autobahnassistent wieder. Also einen Kilometer weiter rechts, weiter im Westen, nicht rechts, Entschuldigung, im Westen funktioniert's nicht, im Osten funktioniert's wieder. Das ist für mich ein etwas schizophrenes Verhalten, weil gerade in Niederlande habe ich immer mit einer gewissen Liberalität verbunden und hätte ich jetzt schon gedacht, dass das Ding da funktioniert. Da war ich echt, puh, negativ in dem Fall, überrascht. Nun gut, wir sind jetzt weiter auf dem Weg, ihr seht, na, zwischendurch geht's mal ein bisschen zügiger, ein bisschen mehr Verkehr ist jetzt am Sonntag da. Ich bin jetzt in Köln angekommen,
23% Akkustand haben wir noch, 108 Kilometer. Ich bin zum Schluss mal richtig zügig gefahren, sagen wir es mal so. Und wir starten jetzt mal den Ladevorgang, weil ich möchte jetzt tatsächlich noch nach Bochum fahren. Und na, 23%, 108 Kilometer, es geht berghoch ein bisschen und ich wollte, glaube ich, wenn es geht, auch gerne etwas dynamischer fahren. Schließen wir mal den Wagen an und lassen ihn mal hochladen. Ach, das dauert ja immer so 23, 24 Sekunden, bis der Ladevorgang anfängt. Und ich würde sagen, das war bis hierhin der erste Teil zu unserem Video. Die Fahrt, eine längere Fahrt zur Küste, wunderbar. Ein schöner Wochenendausflug. Mal andere Aspekte kennengelernt, dass der Autobahnassistent auch nicht in den Niederlanden funktioniert. Im zweiten Teil fahren wir dann noch einmal zurück nach Bochum. Gucken dann, wie viel haben wir jetzt hier auch tatsächlich nochmal nachgeladen. Machen ein Resümee von der Fahrt. Was haben wir denn da verbraucht? Und machen zum Schluss nochmal den Gesamtrundumblick über weit mehr als 8.500 Kilometer. Wie war der Verbrauch von dem BMW i5 eDrive 40 auf dieser Strecke und über diese mehr als 8.500 Kilometer. Was hat mir besonders gut gefallen beim i5? Was hat mir nicht gefallen? Lasst euren Kommentar doch gern mal da. Was gefällt euch gut? Was gefällt euch nicht gut am i5? Was habt ihr für Erfahrungen gerade im Ausland gemacht mit dem Thema Elektromobilität? Also ich selber in Italien heterogene Erfahrung, ganz ehrlich. Österreich, Schweiz, sehr positive Erfahrung. Niederlande auch sehr positiv, mein Feedback. So jetzt. Lasst das gern da als Kommentar. Like das Video, abonniert den Kanal und wichtig, Teil 2 reinschauen. Und vielen lieben Dank vorab. Never break. Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that stack.